Auch dieses Jahr haben die Börsen neue Rekorde erreicht, aber die Inflation zieht stark an und die Anleger machen sich jetzt Sorgen wegen Leitzinserhöhungen. Was heißt das für Aktien im Jahr 2022 und wie sind die Aussichten für Gold, das ja im Inflationsjahr 2021 sogar gefallen ist? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest gehabt und ein paar Tage, wo Sie vielleicht auch den Kopf frei gekriegt haben für die wichtigen Dinge im Leben. Aber umso schöner, dass Sie jetzt wieder hier sind. Weihnachten war für viele und in vielerlei Hinsicht schon irgendwie eine Enttäuschung. Wieder mal kein Schnee, das ist das Erste. Aber was natürlich viel bitterer ist, dass wir bei der Pandemie jetzt fast genauso übel dastehen wie vor einem Jahr. Obwohl wir ja inzwischen Impfstoffe haben und obwohl wir inzwischen ja auch gelernt haben sollten, wie so eine Pandemie funktioniert. Eigentlich ist es kaum zu fassen, das Ganze. Und dazu kommt jetzt aber noch Versorgungsengpässe zum Beispiel und damit verbunden ein deutlicher Wachstumsrückgang. Die Anleger, viele Anleger, die haben sich ja erhofft für dieses Jahr eine massive Konjunkturerholung. War auch erstmal so, aber inzwischen sind wir schon wieder an einem Punkt, wo die Prognosen Monat für Monat wieder runtergesetzt werden. Und da ist es auch egal, ob das jetzt in China ist oder in den USA oder bei uns. Und dann auch noch die Inflation. Auch da hat es ja die Hoffnung gegeben, vielleicht, dass das Ganze vorübergehend ist. Das haben zum Beispiel die Notenbanken lange geglaubt, die EZB glaubt es immer noch. Hat sich bis jetzt aber eben auch nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Inflation ist weiter gestiegen. In den USA, da waren wir im November schon bei 6,8%, der höchste Stand seit 39 Jahren. In Deutschland bei 5,2%, auch das fast ein 30-Jahres-Hoch. Und wir haben außerdem bei den Erzeugerpreisen in den USA einen Anstieg gehabt von 9,6% und in Deutschland sogar von 19,2%. Es ist also schon bedenklich. Und trotzdem, die Rallye läuft weiter an den Börsen. Wir haben beim breiten S&P 500 Index in den USA einen Anstieg gehabt, bis jetzt dieses Jahr von 28%, beim Nasdaq 100 Index auch 28% dieses Jahr. Und auch der DAX ist nochmal gestiegen, bis jetzt immerhin um 16%. Also wieder mal neue Rekorde, dicke Kursgewinne, als wäre nichts geschehen. So dass sich schon die Frage stellt, warum reden wir hier eigentlich noch über so Dinge wie Wachstum, Omikron, Schulden, Lieferketten, Politik und so weiter? Ist doch alles eigentlich völlig egal. Wir haben billiges Geld, es gibt keine Alternative zu Aktien. Also was soll's, vergessen wir das andere alles mal ein für alle Mal und gehen wir einfach davon aus, dass die Rallye immer weitergeht. The same procedure as every year. Und ich muss gestehen, ich habe mir jetzt auch meinen Ausblick von vor einem Jahr nochmal angeschaut und da habe ich mir gedacht, naja, ich lade den jetzt einfach nochmal genauso hoch, merkt sowieso kein Schwein, ist jedes Jahr dasselbe. Nur diesmal, und das Gefühl haben Sie vielleicht auch, diesmal ist es vielleicht doch nicht ganz dasselbe. Es bleibt natürlich auch dabei, ein Börsenausblick ist an sich ein lachhaftes Unterfangen ein bisschen, weil wir kennen natürlich alle die Zukunft nicht. Wir können nur das nehmen, was wir wissen und was wir haben und versuchen Schlüsse daraus zu ziehen. Und darum ist es ja auch ein geflügeltes Wort bei den einschlägigen Experten so, wenn die gefragt werden, wie geht's denn weiter an der Börse nächstes Jahr, dann sagen die auch meistens, ja, meine Glaskugel habe ich leider auch nicht dabei gerade. Ich gebe mal diese Blöße nicht. Ich habe meine Glaskugel immer hier bei mir im Schreibtisch. Ist sehr praktisch, unentbehrlich in jeder Marktlage. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Aber da ist sie schon. Hier die Glaskugel und wir werden nachher auch gleich einen Blick reinwerfen.
In meinem letzten Ausblick habe ich ja auch schon gesagt, wir haben nicht unbedingt eine Aktienmarktrallye trotz Corona-Pandemie, sondern genau wegen der Corona-Pandemie. Die Pandemie war ja auch der Grund, warum wir nochmal eine extrem lockere Geldpolitik haben, warum wir riesige schuldenfinanzierte Hilfsprogramme von den Staaten haben und warum nochmal das System geflutet worden ist mit jeder Menge billigem Geld. Das ist ja gerechtfertigt worden durch die Pandemie. Und das Traumszenario, das die Anleger dadurch vor sich gehabt haben, das war erstens eben Geldschwemme natürlich, Nullzinsen, Aktien sind alternativlos. Und zweitens, dass es wieder genauso läuft wie nach der Finanzkrise 2008, dass das viele, viele Geld die Realwirtschaft anschiebt in einen jahrelangen Boom hinein, der flankiert wird auch von niedrigen Zinsen, weil ja die Inflation niedrig ist. So war es nach der Finanzkrise. Nur jetzt ist es leider genau umgekehrt. Das Wachstum lässt jetzt schon wieder nach, gleichzeitig ist die Inflation aber hoch und auch nicht mehr wirklich ignorierbar. Und das ist jetzt ja eigentlich genau das Gegenteil von diesem Traumszenario und ist auch das, was viele Anleger natürlich fürchten im Moment, dass in einem schwierigen Wachstumsumfeld die Inflation so hoch ist, dass die Zinsen jetzt steigen müssen und dass das die Aktienmarktrallye wieder abwirkt. Ist das unsere Perspektive für 2022? Zur Inflation jetzt mal. Also wir müssen wirklich auch trennen weiterhin zwischen Vermögenspreisinflation, die Assetpreise, Aktien, Immobilien, Edelmetalle und so weiter. Das ist die letzten 20 Jahre durch die Decke gegangen. Aber die Verbraucherpreisinflation, die war bei uns bis auf dieses Jahr relativ moderat. Die Erhebung von diesen Verbraucherpreisen ist umstritten natürlich. Uns ist ja auch so, also nehmen wir mal an, selbst die Inflation würde nächstes Jahr auf Null zurückgehen. Das heißt ja nicht, dass wir wieder Preise haben von 2020, sondern nur, dass sie auf einem hohen Niveau geblieben sind. Aber trotzdem, diese offiziellen Inflationsraten, das ist eben das, auf das sich der Markt fixiert. Und vor dem Hintergrund, da sage ich jetzt ausnahmsweise auch mal was Optimistisches und schließe mich sogar der Argumentation von den Notenbanken an zum Teil. Ich glaube, die Kluft zwischen hoher Inflation und fallendem Wachstum, die wird nächstes Jahr zurückgehen. Weil erstens ein Teil der Inflation, das sind nun mal Basiseffekte. Zweitens, der Wachstumsrückgang, den wir haben, der untergräbt die Inflation, der drückt die wieder runter. Drittens, auch die Rohstoffpreise korrigieren schon wieder. Viertens, die Lieferkettenprobleme. Da bin ich schon der Ansicht, dass sich das verbessern wird, auch im nächsten Jahr. Das wird nicht völlig aus der Welt zu schaffen sein, aber die Unternehmen, denke ich, werden da Fortschritte machen. Und damit auch verbunden der Wachstumsrückgang, den wir haben gerade, das ist eben sehr wahrscheinlich kein Nachfrageproblem, es ist hauptsächlich ein Lieferkettenproblem. Die Verbrauchernachfrage, die ist immer noch hoch. In Deutschland zum Beispiel, da haben die Bürger seit Beginn der Pandemie 200 Milliarden Euro weniger ausgegeben. Dieses Geld ist da und sitzt wahrscheinlich relativ locker auch in nächster Zeit. Darum mein Basisszenario, Verhältnis zwischen Inflation und Wachstum, das ungut ist zurzeit, sollte sich wieder verbessern. Ich habe übrigens noch einen weiteren Grund für meine Prognose, dass die Inflation zurückgeht. Weiß nicht, ob Sie es schon wissen, ich werde immer mehr auch zu einem Anhänger der Theorie, dass bei uns im Westen unter der Oberfläche seit Jahren starke Deflationskräfte wirken, also eine Art säkulare Stagnation, die hartnäckig ist. Das Wachstum der reichen Länder geht seit Jahren zurück, das wissen wir. Es hat aber wenigstens den Vorteil gehabt, dass auch die Inflation immer halbwegs erträglich war. Hier mal zum Beispiel die offizielle US-Verbraucherpreisinflation, die Kernrate seit den 50er Jahren. Das ist einer von diesen vielen wunderbaren Langfristcharts, die Sie finden auf der Seite von Trading Economics. Ab den 60er Jahren haben die USA immer mehr über ihre Verhältnisse gelebt. Vietnamkrieg, steigende Sozialausgaben, steigende Rüstungsausgaben, dann noch der Ölpreisschock in den frühen 70ern und die Inflation ist in den 70er Jahren explodiert.
Es hat dann aber eine entschlossene Gegenreaktion gegeben von den Notenbanken, brutale Leitzinserhöhungen auch, die das abgewürgt haben. Und seitdem ein kontinuierlicher Rückgang und die letzten 2 Jahrzehnte Stagnation auf einem erträglichen Niveau. Bis jetzt zu diesem Ausbruch natürlich. Und das ist der Zins, den 10-jährige US-Staatsanleihen abgeworfen haben, hier jetzt seit den 70er Jahren. Ist natürlich eine Folge der relativ stabilen Inflation, durch die man sich niedrige Zinsen leisten konnte. Wir sehen aber auch die Abwärtsbewegung bei den Zinsen, die ist viel stärker als bei der Inflation. Die US-Wirtschaft wird also seit Jahrzehnten versorgt mit immer noch billigerem Geld. Das wissen wir alle. Und da hätte das Wachstum eigentlich durch die Decke gehen müssen. Und die Inflation hätte ebenfalls durch die Decke gehen müssen. Und dass sie das nicht getan hat in all den Jahren, das spricht meiner Meinung nach eben für stark deflationäre Kräfte und große strukturelle Probleme. Kann viele Gründe haben, Demografie, der Wettbewerbsdruck in der Globalisierung, das Abwandern von Wertschöpfung auch in andere Länder, aber eben auch ganz einfach, weil man hier dauerhaft über seine Verhältnisse gelebt hat im Westen und weil die Schulden stark gestiegen sind und Schulden sind ja letztlich auch deflationär. Und die immer höhere Verschuldung, die wirft am Ende aber auch immer weniger ab an Wachstum. Hier eine Grafik vom Vermögensverwalter Heusinken, die Productivity of Debt. Wie viel zusätzliches Bruttoinlandsprodukt wirft jeder zusätzliche Dollar an Schulden ab? Und wir sehen, und das ist hoch bedenklich, die Schulden sind natürlich immer weiter gestiegen, das wissen wir, aber der Wachstumsbeitrag dieser Schulden über die Jahrzehnte, der nimmt immer weiter ab. Und vor dem Hintergrund, da wollen wir gar nicht erst wissen, wie es mit dem US-Wachstum gelaufen wäre, wenn die Zinsen nicht so niedrig gewesen wären und die Neuverschuldung nicht so hoch. Und wenn man nicht derart viel Geld auch reingepumpt hätte ins System die letzten Jahre. Das sind Strukturprobleme und das ist Deflationsdruck. Was heißt das für unsere Börsen? Was sagt die Kugel? Die sagt im Moment gar nichts. Der Whisky, den ich vorher hatte, ist eigentlich besser für sowas sogar als die Kugel. Aber ich würde sagen, es ist schon ein weiteres Argument dafür, dass es sein kann, Betonung liegt auf kann, dass eben der Inflationsdruck 2022 wieder zurückgeht. Das wäre aber natürlich ein positives Signal, weil wir uns dann nicht mehr die Sorgen machen müssten, dass die Notenbanken die Rallye zu schnell abwürgen. Und das ist sowieso das Erfolgsrezept von unseren Börsen seit mindestens 20 Jahren. Sie laufen ja nicht darum so gut, weil das Wachstum bei uns so besonders hoch wäre, sondern weil im Gegenteil die Wachstumsschwäche so stark ausgeprägt ist, so dass man gefahrlos vermeintlich billiges Geld reinpumpen kann ohne Ende. Dessen ungeachtet, die Relation Inflation-Wachstum wird sich wahrscheinlich verbessern. Darum bin ich auch für nächstes Jahr unterm Strich optimistisch für die Börsen. Aber eins dürfen wir wirklich nicht vergessen auf mittlere Sicht. Das Allheilmittel billiges Geld, das ist durch den Inflationsschub dieses Jahr erstmals seit 30 Jahren ernsthaft in Frage gestellt worden. Und das kann ein etwas beunruhigen. Und darum würde ich sagen, für nächstes Jahr buy the dip nach wie vor, nur dass der Dip nächstes Jahr auch wieder ein bisschen größer ausfallen kann und dass die Nerven der Anleger nächstes Jahr wirklich auch mal schwer getestet werden. Wir sind es gewohnt aus den letzten Jahren, dass jeder noch so kleine Rücksetzer eine gute Einstiegsgelegenheit war. Das muss aber nächstes Jahr dann nicht mehr unbedingt so sein. Was für Aktien soll man kaufen? Wir haben ja gehört, auch der Technologiesektor ist dieses Jahr auch nochmal gut gestiegen, obwohl ja schon letztes Jahr viele gesagt haben, inklusive meiner Person, jetzt vielleicht doch lieber von den Wachstumsaktien wechseln in Value-Aktien oder in zyklische Aktien zum Teil auch. Hätte bis jetzt keinen Unterschied gemacht, großartig, weil wir haben gerade bei den Blue Chips im Technologiesektor natürlich sehr gute Unternehmen und zum anderen, was die Normalisierung betrifft, die ja schon für letztes Jahr erwartet worden ist, da hat sich dann ja eben doch einiges verzögert.
Aber trotzdem, ich bleibe dabei, Normalisierung ist für die Börsen ein zweischneidiges Schwert und gerade eben auch für Wachstumsaktien und Technologieaktien. Mal ganz abgesehen davon, gerade in dem Sektor hat es eben starke Übertreibungen gegeben und es gibt noch starke Übertreibungen. Hat viel mit Euphorie zu tun, mit Kritiklosigkeit von einer neuen Anlegergeneration, die sich jetzt eben auch wieder weigert, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sowie Bewertungen. Es ist einiges schon abgebaut worden davon, also bei Elektroauto-Aktien zum Beispiel, die stark gehypt worden sind, aber auch bei diesen Stay-at-Home-Aktien, Zoom zum Beispiel um über 50% oder fast 50% gefallen dieses Jahr, oder TeamViewer auch, die Aktie ist über 70% im Minus dieses Jahr. Also wenn Sie stark vertreten sind, immer noch im Technologiesektor, vielleicht doch mal nachdenken darüber jetzt, ob Sie ein bisschen was umschichten in Value-Aktien vor allem, vielleicht auch in Zykliker außerhalb des Rohstoffsektors würde ich empfehlen, den Rohstoffsektor nur mit Einschränkungen, dazu siehe auch mein Video vom 4. Oktober. Denkbar wären jetzt zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, klassische Konsumaktien, Consumer Staples sind nicht mehr teuer in der Regel im Moment und könnten aber 2022 profitieren, sowohl von dem nachlassenden Preisdruck als auch von der gleichzeitig hohen Nachfrage. Es gibt auch Spezialbereiche sowie Touristik, Flughäfen, Hotelketten, die haben auch lange gelitten und gerade auch in Asien zum Beispiel, da hat sich ja die Erholung immer wieder rausgezögert, aber früher oder später wird es auch da interessant. Man muss sich da aber natürlich die Unternehmen genau einzeln anschauen, wie stark da die Substanz in der Krise jetzt schon gelitten hat. Wenn Sie gute Nerven haben, können Sie ja beides kombinieren und kaufen asiatische Touristikaktien. Apropos Asien, was machen die Emerging Markets? Ich mache dazu demnächst ein separates Video und ich sage jetzt mal nur so viel. Das ist der Bewertungsabschlag vom MSCI Emerging Markets Index zum Standard & Poor's 500 Index. Schwellenländeraktien sind relativ zu US-Aktien so günstig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Sie waren Underperformer, zum Teil auch zu Recht, wenn man jetzt denkt an die Regulierungswelle dieses Jahr in China oder wenn man an Russland denkt mit der Ukraine-Krise oder an Brasilien mit den Wahlen nächstes Jahr, ist auch ein Unsicherheitsfaktor. Dafür sind sie aber relativ günstig und darum kriegen sie von uns nächste Woche auch einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir auch mal ein paar andere Emerging Markets vorstellen. Also Länder wie Thailand, Indonesien, Mexiko und so weiter, die auch interessant sind und eben nicht immer nur die BRIC-Staaten. Die Reports von uns, die sind gratis, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach anmelden, einmalig auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nächste Woche also Schwellenländerbörsen aus der zweiten Reihe, ein Thema, wo Sie woanders vielleicht nicht so einfach Infos dafür kriegen. Und jetzt ganz kurz nochmal zu Gold. Ich überziehe schon wieder. Also, Gold hat enttäuscht dieses Jahr. Das ist der Zwei-Jahres-Chart. Das Hoch war schon erreicht im Sommer 2020. Danach ging es erstmal monatelang wieder runter und anschließend relativ lustlos seitwärts. Und das ja im Inflationsjahr 2021 mit einer deutlich höher als erwarteten Inflation und stark negativen Realzinsen natürlich auch, weil die Marktzinsen, wie wir gesehen haben, die haben ja auf die Inflation genauso wenig reagiert. Und die eigentliche Blase an den Märkten meiner Meinung nach ist auch nach wie vor die am Bondmarkt jetzt und nicht unbedingt bei Aktien oder bei Edelmetallen. Aber mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich schon seit vielen Jahren wilde Verzerrungen haben an den Märkten, nur dass sich daran schon jeder gewöhnt hat. Aber abgesehen davon könnte man schon auch sagen, dass sowohl die Bondmärkte als auch der Goldmarkt im Moment wirklich einen Inflationsrückgang auch einpreist, was meine These bestätigen würde für nächstes Jahr. Und Gold ist aber natürlich auch der Furcht zum Opfer gefallen, dass die Geldpolitik eben früher oder später doch gestraft wird und dass dann das Gleiche passiert wie im Jahr 2011, nämlich ein totaler Einbruch.
nur, und den Chart habe ich vor 2 Wochen schon mal gezeigt, Gold ist ja dann wirklich zwar jahrelang gefallen von 2011 bis 2016, aber als die Fed den Leitzins dann wirklich angehoben hat, da ist es dann wieder gestiegen. Und ich vermute, es ist darum gestiegen, weil dann die Marktteilnehmer gemerkt haben, das Ganze kommt zu spät und ist auch auf Dauer zu wenig. Das ist schon eine Perspektive. Das wird nämlich diesmal nicht völlig anders sein. Und wie gesagt, mein Basisszenario für 2022 ist ja die rückläufige Inflation. Das heißt, das kann Gold nächstes Jahr schon auch nochmal belasten. Aber mittelfristig wissen wir eben nicht, ob man diesmal mit diesem ganzen billigen Geld den Bogen nicht vielleicht doch überspannt hat schon. Und dass wir jetzt eben doch langsam rübergleiten von einem jahrzehntelang deflationären Umfeld in ein stagflationäres Umfeld. Stagflation ist das Horrorszenario für Aktien, es ist das Traumszenario für Gold und es ist vielleicht die Zukunft auch. Die Bewertungen sind immer mehr gestiegen an den Börsen, das Geld ist viel zu billig, die Schulden sind viel zu hoch und es wird immer schwieriger, die Inflation wirklich zu stoppen, ohne dass man die Wirtschaft zu sehr abwürgt oder umgekehrt die Wirtschaft anzukurbeln, ohne dass die Inflation hochschnellt. Zumindest hat man jetzt den Eindruck, dass es so ist. Sodass wir also an einen Punkt gekommen sind, möglicherweise, wo sich unsere Strukturprobleme eben doch nicht mehr nur mit mehr Geld lösen lassen und wo sich die Staaten und die Notenbanken jetzt auch erstmals seit mindestens 40 Jahren die Frage stellen müssen, wem geben sie den Vorzug, Wirtschaftswachstum oder Geldwertstabilität? Und wie das ausgeht, können wir uns ja alle denken. Und da wir es vorhin von Whisky hatten, Alkoholiker haben in dem Sinn mit Alkohol kein Problem. Sie haben dann ein Problem, wenn sie keinen Alkohol mehr haben. Genauso ist es mit den Staaten und dem billigen Geld im Moment. Und das ist auch der Grund, denke ich, warum Sie Gold im Portfolio haben sollten, ungeachtet jetzt mal der kurzfristigen Marktlage. Ich bin vorerst für Gold nur neutral, neutral für Gold, positiv für Aktien, wie gesagt, aber eben auch mit Einschränkungen. Ich gehe von einer steigenden Volatilität aus nächstes Jahr und ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass es die nächsten Jahre an den Börsen auch nicht mehr so einfach wird, wie es im Rückblick in den letzten Jahren war. Weil eben der Stimulationsmechanismus, der uns schon so viele Jahre lang anschiebt, weil der jetzt an seine Grenzen kommt, bewertungsbedingt und systembedingt. Und das ist jetzt dann aber wirklich das Schlusswort hier. Danke, dass Sie es so lange ausgehalten haben, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Einen besonderen Dank auch an meine Glaskugel, die mir hier seit Jahren treu zur Seite steht schon. Danke für nichts. Ich versuch's morgen vielleicht auch mal mit Bleigießen. Ja, morgen der letzte Tag des Jahres. Ich wünsche auch Ihnen natürlich einen guten Rutsch in ein neues und erfolgreiches Börsenjahr. Denken Sie noch an unseren Zukunftsmärkte-Report auf www.zukunfts-märkte.de zu den Schwellenländerbörsen aus der zweiten Reihe. Und denken Sie natürlich auch an den schönen Neujahrsbrauch mit den guten Vorsätzen. Da können Sie natürlich so Sachen wie mehr Bewegung und gesünder kochen, das können Sie jetzt mal vergessen, das braucht kein Mensch. Nehmen wir uns doch einfach mal vor, fürs neue Jahr, dass wir ab dann nur noch Aktien kaufen, die danach auch steigen. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.